Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 7. Derzeit ringen wir um die Kunst von Madame M und müssen für sie in der Arena kämpfen. Wir haben alles bisher mit Bravour geschafft, doch jetzt kommt ein letzter Kampf. Der Kampf, der alles entscheiden soll. Und er ist echt stark. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser unglaublichen Scheiße. Was für ein großartiges Spektakel dieser Kampf doch war! Ist doch so, oder nicht? Wäre doch echt ein Jammer, wenn der Spaß jetzt schon vorbei wäre. Zum Glück muss hier niemand enttäuscht nach Hause gehen, denn der fantastische Don beschert uns allen einen schönen Extrakampf. Am Start sind wieder alte Bekannte. Die Turteltäubchen, die diese Arena im Sturm erobert haben. Laut und erlebt! Cloud, hast du später schon was vor? So cool, so süß! Cloud, du bist der Geilste! Eris, bitte werd meine Frau! Ihr Gegner! Kommt aus den tiefsten Tiefen unter dem Kolosseum. Ein Ungetüm wie aus den Feuern der Hölle. Und selbige ist ja sicher gleich los. Die geheimste Waffe des genialsten Dons. Begrüßen Sie mit uns das Höllenhaus. Es kommt aus dem Boden. Oder? Nee. Doch, wusste ich's doch. Es ist einfach eine gigantische Maschine. Es ist ein verdammtes Haus. Okay, das hatte ich auch noch nicht als Gegner. Was ist das? Baba Yaga oder was? Ein einfaches Haus? Das würde mich schwer wundern. Ein Haus, das einem Albtraum gleicht gegen das dynamische Duo. Einen solchen Kampf hat die Welt noch nicht gesehen, meine Damen und Herren! In der Tat, sowas hat es noch nie gegeben. Dieser Kampf wird in die Annalen der Geschichte eingehen. Aus Spannung werden sie von den Stühlen rutschen. Vorhang auf für das große Finale. Es ist einfach ein Haus. Frei! Ich kämpfe gegen ein Haus. Augen auf und festhalten. Au! Sondermatch geht los. So, erstmal eine Analyse starten. Wartet ein besonders heimtückischer Gegner darauf, sich mit unserem unschlagbaren Zauber Cloud. Eis war klar. Starke Resistenz gegen Schwert, aha. Don Corneos Geheimwaffe, ein Monster in Form eines Hauses. Niemand vermag zu sagen, wie es entstanden ist. Wenn es per Barrierenwechsel sein Element ändert, dann trifft es mit dem entgegengesetzten Element Feuer versus Eis, Wind versus Blitz, um seine Schockleiste schnell zu füllen. Errichtet es mit dem Unbesiegbarkeitsmodus eine perfekte Barriere. Füllt sich seine Schockleiste nur langsam. Direkt nach dem Verschwinden der Barriere lässt sie sich jedoch schnell füllen. Okay, seltener Gegenstand, Krawummel. Stehlbar, Krawummel. Ich hoffe, ich krieg Krawummel auch so. Ich hab Stiel nicht drin. Okay. Ich zähl auf dich. Überlass das mir. Wer wird wohl überleben? Freuen wir uns auf einen spannenden Kampf. Machen wir es halt so. Und los! Lass mich raten, jetzt hast du eine andere Schwäche, ne? Ja, Feuer. Habe ich Feuer am Start? Ja. Oh, das hat am Fundament des Höllenhauses gerüttelt. Jetzt muss das Dream Team die Chance aber auch nutzen. Au! Das war nicht nett. Jetzt Blitz. Oh, oh. Sieht aus, als hätte der Architekt einen erheblichen Mangel übertrieben. Erst die Waffe verrät alles. Na? Au! Das Höllenhaus tut mir weh. Oh, mein Gebet. Das Gebet ist schon richtig stark geworden, alter Schwede. Oh, das war knapp. Barrierenwechsel. Okay.
Wirksames Zauberstab jetzt. Immer noch? Nee, Feuer. Okay, Cloud, dann mach du mal einen Feuerer. Die Angespanntheit der Kontrahenten erfüllt. Ist er ausgewichen? Nein, okay. Ihr lasst vor Aufregung der Schweiß runter. Da lutscht mir gerade das Mikro aus der Hand. Was für ein Kampf, ey. Barrierewechsel. Wirksam ist jetzt Blitz. Wer hat eigentlich Blitz am Start? Was hab ich? Ich hab Eis. So, jetzt Eis. Okay, perfekt. Dann mache ich jetzt mal was. Na, no, doch nicht Engel. Eisra. Warm anziehen. Nein, oh, ich hasse Eisra. Eisra ist der letzte Scheiß. Kosten wir die Spannung bis zur letzten Sekunde aus. Ab mit dir. Oh, das hat wehgetan. Los. Gleich haben wir es. Na? Es geht los. Ab mit dir. Oh Gott. Warte. Wie sieht's aus, liebe Zuschauer? Haben Sie ordentlich Spaß? Jetzt komm. Ab mit dir. Okay. Warte. Oh. Das war aber ganz schön schnell vorbei. Nein, es fängt erst an. Ich hab gleich erstmal eine fette Beschwörung, Junge. Was ist denn los? Hä? Donnerwetter! Was zur Hölle ist das? Nein! Achtung! Oh Gott, was ist das? Nix da mit kuscheligen Rückzugsort. Dieses Haus hat Menschen zum Fressen gehabt. Los geht's! Lass mich bloß in Ruhe. Zeigt sein wahres Gesicht. Wie werden Cloud und Eren darauf reagieren? Ganz einfach, weglaufen und weitermachen. Und dann eine Beschwörung machen. Shiva. Oh, komm, wir beschwören mal Shiva. Wieso nicht? Mal was anderes. Schön, dass du da bist. Da ist sie. Los. Entstiegen aus dem ewigen Eis. Die eiskalte Königin, deren Schönheit ihrer Grausamkeit in nichts nachsteht. Wow, diese Augen. Mein Herz schwillt bei diesem eisigen Blick an. Treffer auf Kosten von Eris. Das hat sich ja wehgetan. Okay, Zeit für ein Gebet. Los, geben wir alles. Los. Cloud, okay. Achso, Cloud kann ja auch eine... Ah, stimmt. Was machst du denn da oben? Dieses unglaubliche Wechselspiel aus perfekter Offensive und Defensive. Ich mag gar nicht blinzeln, so aufregend ist das. Da wird ordentlich ausgemistet, was? Na los, nein. Mit den Staubfängern. Nein. Scheiße. Ja, also, Ifrit mag ich irgendwie mehr, keine Ahnung. Reduziert, ja, super. Tja, Cloud, an der Barriere fällt auch das größte Schwert ab. Die eiserne Verteidigung des Höllenhauses wird dem Pärchen wohl zum Verhängnis. Tut mir leid. Übernimm du. Ich tu, was ich kann. Okay, machen wir ein Limit. Ich muss leider heilender Wind machen. Umfange uns mit deiner heilenden Kraft. Fürsorgliche Verarztung durch die schnuckelige Eris. Ein heilsamer Duft zieht durch die Arena. Alles reduziert. Voll so ein Schwein. Der heilt nicht nur Körper, sondern auch Seele. Oh! ETF? Zieh dich zurück. Kann ich mal was machen?
Mann, dieser Angriff hat ja die ganze Arena wackeln lassen. Ich zähle auf dich. Okay, machen wir schnell Gebet, solange es noch geht. Hilfe, das Haus ist schon wieder hinter mir her. Kann ich mit ihr eigentlich auch abwehren? Ich glaube schon, ne? Ja, kann ich. Okay, sollte ich beim nächsten Mal machen. Und Besiegbarkeitsmodus, was geht denn mit dem ab? Oh! Ich glaube, ich habe ihn blockiert. Oh, ist noch nicht so weit. Jetzt. Nein! Lass mich mal. Okay, Magie. Machen wir Blitzra. Oder was? Ja, Blitzra. Interessiert mich nicht. Oh, gerade noch, ey. Pass auf, dass du an deinem Bock nicht erstickst, was? Na, schon vorbei. Mit zu viel Dulde schneidet man sich leicht ins eigene Fleisch. Na? Kleine Potzaugen. Nein, das wollte ich nicht. Wollte ein Gebet machen. Oh, gerade so. Was für ein Scheiß mit Unbesiegbarkeitsmodus, ne? Ist richtig gemein. Oh, jetzt ist er wieder da oben. Ach Gott. Eine echte Zerreißprobe für die beiden Liebenden. Möbelkauf führt immer zum Streit. WTF? Der hab ich aber weggemacht. Ah, Kurier Trauer. Das macht Hyper. Okay, Phoenix wieder. Und weiter geht's. Nicht übertreiben. Mir wird schon was einfallen. Meine Wünsche, sie geben euch Kraft. Fürsorgliche Verarztung durch die schnuckelige Aeris. Ein heilsamer Duft zieht durch die Arena. Flieg! Der heilt nicht. Oh, Scheiße. Wind. Okay, pass auf. Abwehren. 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 Okay, hat funktioniert. Die Arena bebt vor Jubelschreien. Was will der denn immer von mir? Ich bin doch nur die Heilerin. Schon wieder Blitzattacke. Ah. Nee, das wird wahrscheinlich nichts bringen, ne? Nein. Weißt du, Cloud wird nicht angegriffen. Lass mich mal. Wechsel jetzt zu Cloud. Okay, es bringt gar nichts. Uns das Publikum ein. Los geht's. Ach Gott. Dann übernimm. Überlass das mir. Die geht immer nur auf Aerith, ey. Überlass das ruhig mir. Hol so ein Hans, ey. Und dann auch noch reduzierter Schaden. Los. Das Schönhaus hat sein Ziel im Okay, er hat auch Arme, sehe ich gerade. Oh, so ein Angriff ist schwer zu packen. Okay, jetzt Eis, ne? Gut, weißt du was? Eisra. Bleib bloß stehen. Ich warne dich. Dankeschön. Sie hebt die Barriere einfach auf. Auch mit dir. Die Kleine hat nicht nur ein hübsches Gesicht, sondern auch Köpfchen. Na, so eine Freundin hätte ich auch gerne. So, und ein Gebet hinterher. Hier. Was soll das? Alles abgeblockt, Bitch. Der absolute Wahnsinn. Heute wird in dieser Arena Geschichte geschrieben. Weißt du, Aerith ist die Einzige, die hier kämpfen kann. Der ist für dich. Ups. Oh, gerade noch geblockt. Willst du mich verarschen eigentlich? Lass doch mal Aerith in Ruhe. Das stimmt mit dir nicht. Wieso? Leih mir dein
Ich kann nicht mehr, lass Aerith in Ruhe. Fürsorgliche Verarztung durch die schnuckelige Aerith. Ein heilsamer Duft zieht durch die Arena. Jetzt lass das doch mal. Los, gib dir alles. Der heilt nicht nur Körper, sondern auch Seele. So, Cloud, mach mal ein bisschen Magie hier. Na gut, kannst eigentlich alles machen. Mach mal Feuerer. Aber irgendwann wird die Kontrahenten das Glück verlassen. Bleib weg! Bleib doch weg von mir! Oh, so ein Angriff ist schwer zu verkraften. Ich hab geblockt. Schnell Gebet. Überlass das ruhig mir. Oh, übernimm du. Zieh dich zurück. Komm schon. Wechsel. Lass mich mal. Hochspannung. Bin ich jetzt drin? Er macht's immer noch. Okay, Cloud. Ich mach das. Nee, nicht wirklich. Mach mal ein Gebet. Team Cloud und Aerith nehmen in der Holzklasse Platz. Ein regelrechter Stuhlgang, der auf Nein. die beiden niederfrasse. Oh Mann. Ich kann nur noch Blitz machen. Blitz und Donner. Oh. Es ist noch nicht vorbei. Nichts überstürzt. Ich leg los. Was ist denn nur los? Es fliegt! Es fliegt! Hat man sowas schon gesehen? Das nenne ich Architektur der Spitzenklasse. Habe ich gerade einen Timer gesehen? Zwei? Ich glaube, der will explodieren. Eins. Finale. Die Barriere hat sich verändert. Welche diabolischen Pläne verfolgt das Höllenhaus wohl dieses Mal? Das hat gerumst. Habe ich mein Limit schon? Nein. Ich kämpfe nur mit Limit. Alles Gute kommt von oben. Hoffentlich sind die beiden gegen Niederschläge versichert. Komm schon noch ein bisschen. Nein! Okay, Limit. Heilender Wind. Fange uns mit deiner heilenden Kraft. Überraschung. Eine kleine Aufmerksamkeit mit besten Grüßen vom großen Don. Dann noch ein Gebet. Ich bin wieder full life. Lass mich in Ruhe. Gleich aufmachen, dann sehen wir. Okay, dem bin ich gut ausgewichen. Bisher haben Cloud und Aerith noch die Oberhand. Aber das kann sich jeden Augenblick ändern. Es bleibt. Die Barriere ist nicht gebrochen. Ups. Nicht weggucken. Das Blatt im Netz, Haus gegen Mensch, könnte sich jeden Augenblick wenden. Okay, Cloud. Machen wir kurz Störung. Bei dem Haus ist Ärger mit den Nachbarn vorprogrammiert. Das Höllenhaus zieht alle Register, um seine Gegner gnadenlos zu eliminieren. Ah, lass mich doch in Ruhe. Ein unglaublicher Spezialangriff vom Höllenhaus. Ich bin nur am Heilen. Ich fühle mich gerade wie so ein Charakter in WoW, der die ganze Zeit nur heilen muss, weil die Idioten in seinem Team sind. Oh nein. Das Haus will hoch hinaus und nimmt Kurs in Richtung Ruhm. Ja, gut, nichts. Was? Oh. Überlass das ruhig mir. Oh, diese Nervensäge. Die Kontrahenten blicken sich an. Wer hat den nächsten Zug des Gegners?
1000 Schaden. Alles klar, Junge. Mann, dieser Angriff hat ja die ganze Arena wackeln lassen. So, schnell meine ATB-Leiste füllen, Gebet. Bin echt hier nur am Heilen, ne? Ein unvergleichlicher Luftangriff zwingt der Ares und klaut in die Knie. Na komm, bau mein Limit auf. Ares hat wieder Limit. Das spare ich mir aber auf. Kann ich jetzt endlich... Nee, ich kann keine Magie mehr einsetzen gegen ihn. Ich mach mal gegen Ärmchen. Zack. Hey. Hey, mein Gott, dass er jetzt mehr auf Cloud geht. Aber mit meinem Limit bin ich eigentlich ziemlich sicher. Das hat nicht zurecht zu wirken. Apropos Limit. Jetzt gebe ich alles. Verdammt schmerzhaft. Ein heftiger Schlag für Team Cloud und Ares. Das juckt das Höllenhaus gar nicht. Verdammt. Ich merk schon. Darf jetzt nicht schlapp machen. Okay. Machen wir erstmal ein Gebet. Widerstand ist zwecklos. Die Tür ist ins Schloss gefallen. Ein Wunder, ein Wunder. Oh. Die Flucht aus dem Höllenhaus ist gelungen. Doch anscheinend nicht ganz unbeschadet. Fürsorgliche Verarztung. Also er geht immer auf den, den ich steuere, die Schwein. Ein heilsamer Duft zieht durch die Arena. Der heilt nicht nur Körper. Ich kann da einfach nichts machen gegen das scheiß Vieh. Verzieh dich! Der aber mit seiner Barriere. Überlass das mir. Nein, oh Gott, schlechtes Timing. Schlechtes Timing. Ein Haus außer Rand und Band. Das ist der Stoff, aus dem Albträume sind. Scheiße. Ein lausiger Bodyguard bin ich. Ich brauch kurz MP. ATP meine ich. Okay, Gegenstände. Phönixfeder. Aerith. Was? Kranker Kampf. Oh, schlechtes Timing, ey. Von dem Anblick kann ich mich einfach nicht satt sehen. Komm schon, ich brauche mein Gebet. Okay, Gebet. Das Höllenhaus setzt zum Angriff an. Hier wird er ja nicht angreifen, oder? Mich wird er hier nicht angreifen, ich bin unter ihm. Okay. Ich nehme alles zurück. So ein Angriff ist schwer zu verkraften. Ernsthaft? Ist die Reichweite reicht? Gebet. Los geht's! Der ist für dich! Der absolute Wahnsinn! Das Höllenhaus setzt zum Offensivschlag an! Immer dieser Unbesiegbarkeitsmodus, ey. Los, geben wir alles! Lass mich mal. Die Falle ist zugeschnappt. Fütterungszeit für das Höllenhaus. Hochspannung! Spuck sie aus, Mann! Achtung, das Höllenhaus geht in die Defensive. Wir haben es bald geschafft. Der Schaden ist aber ziemlich bescheiden, oder nicht? Ja, ist er. Los geht's. Mann, dieser Angriff hat ja die ganze Arena wackeln lassen. Nochmal Limit. Das war's dann. Der dem echt ausgewichen ist, ey. Los geht's. Leih mir deine Kraft. Machen wir Limit. Lasst euch vom Wind tragen. Alter, was für ein ekliger Kampf! Fürsorgliche Verarztung durch die schnuckelige Ares! Ein heilsamer Duft zieht durch die Arena! Komm anziehen! Der heilt nicht nur Körper, Scheiße. Sondern auch Seele!
Ich hätte ausweichen sollen. Okay, der geht auf mich. So. Bald haben wir es, Leute. Der hat nicht mehr viel. Jetzt dreht das Höllenhaus voll auf. Los! Ob sich diese Affen wieder abwehren lässt? Lass mich hier raus, Mann. Mann, dieser Angriff hat ja die ganze Arena wackeln lassen. Ich will hier raus. Oh nein, ich muss nochmal gegen das Höllenhaus. 100 Pro, ich sehe gerade die Kisten. Die gibt's auch in Sektor 6, 5. Wahnsinnsprung! Das Höllenhaus hat sein Ziel im Visier! Los, geben wir alles! Flieg! Ich block doch! Barrierenwechsel. Nicht auf mich. Kommt das Traumpaar damit klar? Ich muss alles aus mir herausholen. Meine Wünsche, sie geben euch Kraft. Fürsorgliche Verachtung durch die schnuckelige Aeris. Okay, Cloud. Ein heilsamer Duft zieht durch die Arena. Der heilt nicht nur Körper, sondern auch Seele. Und los! Noch ein Gebet. Aber was soll ich machen, wenn der Resistenz gegen alles ist von mir, ey? Oh, gerade noch ausgewichen. Hey, Gebet brauche ich jetzt gerade nicht machen, ne? Bleibst du stehen? Bitte bleib stehen, ich mach Eisra. Aber klar. Der Kampf nähert sich langsam, aber sicher seinem Ende. Aber es bleibt bis zuletzt spannend im Konflikt. Ach Gott. Wer wird den Sieg nach Hause bringen? Wer gerade dringend aufs Klo muss, sollte aufpassen. Nicht vor Aufregung locker lassen. Lass sie da raus. Gewitter. Böses Haus. Nichts überstürzen. In dieses Höllenhaus bricht so leicht keiner ein. Oh, er hat gerade richtig Schaden bekommen. Nee, ich habe Schaden bekommen. So weit kommst du gar nicht. Okay. So einen aufregenden Vielleicht doch. Kampf haben wir noch nie Vielleicht gesehen. Doch. Hilft mir. Normalerweise läuft er nicht so lang. Oh oh. Scheiße. Ernsthaft. Ernsthaft. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Lass mich hier raus. Irgendwie, entweder kämpfe ich falsch gegen Müde oder ich weiß auch nicht. Das ist ja der Horror. Weiter geht's. Ein unglaublicher Spezialangriff vom Höllenhaus! Komm, es ist fast geschafft. Flieg! Achtung! Nicht Blitzattacke, okay, ich habe noch genug Zeit für ein Gebet. Ich bin doch ausgewichen. Das Publikum mir wohlergehen und hält Spannung den Atem an. Er ist leicht besiegt, Leute. Gleich. Ein heilsamer Duft zieht durch die Arena. Der heilt nicht nur Körper, muss mein ATB füllen. Okay. Gebet. Und jetzt blocken. Natürlich geht er auf mich. Und wieder ändert das Höllenhaus seine Barriere. Was kommt jetzt? Es bleibt spannend. Weißt du nicht mal ansatzweise in meiner Nähe gewesen? So ein Angriff ist schwer zu verkraften. Nicht mal ansatzweise, du Sack. Der absolute Wahnsinn. Das Höllenhaus setzt zum Offensivschlag an. Überlass das ruhig mir. Oh, gerade noch geblockt. Er ist doch fast kaputt. Jetzt nicht aufgeben, Zero. Verdammt schmerzhaft. Ein heftiger Schlag für Team Cloud und Aeris. Dürfte eigentlich reichen.
Vor allem hat man nur so eine gewisse Zeit, so eine 2 Millisekunden, bis er wieder sein Schild hochmacht. Nach jedem Angriff verlässt er sein Schild. Aber das Problem ist, er hat halt angegriffen in dem Moment. Oder in jedem Angriff. Heilige Scheiße! 30 Minuten hat's gedauert, ey. Das schneide ich zurecht. Geschafft! Ja. Der Corneo Cup! Geht an! Klon und Eris! Ha! Mein Sieg! Hast du gesehen, wie er gesprungen ist? Was für ein Abschluss! Dieser Mann... Ungewöhnlich, dass dich jemand fasziniert. Gefällt er dir? Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Das ist einer der schrecklichsten Bosse gewesen, den ich je gegenübergestanden habe. Das Lustige ist, wenn man Final Fantasy VII im Classic Mode spielt, dann ist das ein ganz normaler Gegner. Ja. Gut, wir haben es geschafft. Wir haben die Gunst von Madame M und noch jemand anderem erlangt. Und wer das ist, das erfahren wir erst in ein paar Folgen später. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, es wird verdammt geil.